Berlin, 1945. Der Krieg ist vorbei. Ein Militärkorrespondent, der über den Frieden berichten soll, wird am Ende selbst Teil der Geschichte. Wenn Krieg die Hölle ist, was kommt danach? Ein toter amerikanischer Soldat am Vorabend der Potsdamer Konferenz? Die Russen wollen das aus der Welt haben. Wir wollen das auch aus der Welt haben. Hinter seinem Tod steckt jemand mit Zugang zur Delegation, also jemand ziemlich weit oben. Wie schätzen Sie das ein? Muss ich es denn einschätzen? Mein Fahrer, der Junge heißt Tully. Die Amerikaner suchen ihn und die Russen. Warum? Hey! Woher haben Sie die Verletzungen im Gesicht? Es ging doch nicht um eine Frau, oder? Ich komme nach Berlin und mir wird ein Fahrer zugeteilt, der sich mit meiner ehemaligen Freundin rumtreibt. Ich hol dich hier raus. Glaub mir. So ein Zufall. Du hättest nicht nach Berlin zurückkommen dürfen. Wenn ich dich finde, können die es auch. Was verschweigst du mir? Ich hätte dich hier rausbekommen. Auch heute noch. Keiner schafft es wirklich raus aus Berlin. Sie haben gesehen, was eine Bombe mit einer Stadt anrichten kann. Das ist die Zukunft. Die Zukunft der Menschheit liegt in unseren Händen. Sie spielt mit Ihnen, Jake. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Wer steckt dahinter? Ich will es wissen. Wenn Sie sie finden, würden wir gern mit ihr reden. Verschwinden Sie. Jetzt. Los. Bevor Ihnen was passiert. Vergessen wir nicht, dass wir für den Frieden kämpfen. Und für das Wohl der Menschheit.